Hallo, meine DNA-veränderten Magalania und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren entspannten Runde Elex. Mittlerweile sind wir im letzten Passus unterwegs. Also ich glaube, es ist Kapitel 4, der letzte Passus ist. Ich weiß es nicht genau. Und ja, wir müssten jetzt eigentlich hauptsächlich mit Kroni noch reden, dass wir da jetzt vorankommen und mit Cassandra. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir uns nicht gerade schon langsam auf der Zielgeraden befinden. Mittlerweile ist nicht mehr so viel. Kroni! Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Danke. Kann ich gut gebrauchen. So, mein Freund, wir haben einen neuen Auftrag. Stand by. Wir müssen die Empfangsdame der Skyans kontaktieren, wenn wir den Hauptform Alarm legen wollen. Wahrscheinlichkeit der Existenz einer solchen Person 0,003%. Nein, ich meine, ich rede von Cassandra. Sie scheint die einzige Entität zu sein, die uns reinbringen kann. Die Steuerung der Tore und Türen eines Formers geschieht über eine zentrale Kontrolleinheit. Sag ich ja. Wahrscheinlichkeit der Ortung durch Kontrolleinheit 0 liegt bei 99,9%. Ich weiß, sie wird uns wieder ihre Schergen auf den Hals hetzen, wenn sie weiß, wo wir sind. Also machen wir das an einem Ort, wo Cassandras Kuratoren möglichst wenig Schaden anrichten können. Irgendwo in Thompson Town könnten wir doch so einen Ort finden. Was meinst du? Positiv. Okay, dann markiere ich uns ein schönes Plätzchen in einem verlassenen Winkel der Ruinenstadt auf meiner Karte. Wir postieren uns da erst einmal, dann sehen wir weiter. Stand by. Okay, aber mach mal erstmal mein Geisttraining. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Danke, das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. So. Oh Mann. Bulli, es war sehr schön mit dir, aber ach so, du bist ja schon raus aus der Gruppe. Sehr schön. Kroni, dann. Kroni? Kroni! Komm mit. Mitkommen. Warte mal, Vadek? Müsste doch jetzt auch hier sein, ne? Warte mal, wo ist denn der denn mal hingegangen? Irgendwo hier doch, ne? Hier runter? Nee, hä? Wenn ich nicht auf der Karte gucke, finde ich den immer nicht. Ja, ich sehe, da oben ist noch Loot, aber ganz ehrlich. Lassen wir den Loot mal Loot sein und gucken uns hier unten mal um. Ne, das sind die Jäger. Mit seiner kleinen, Tucht. Finde ich irgendwie cool so gemacht. Aber ich finde es schade, dass ich hier nicht mehr machen konnte. Mir fehlt wirklich so... Ich mag das, wenn man so ein RPG hat und dann hast du sowas wie eine Art Dorf und daraus kannst du dann sozusagen noch mehr machen. Sag mal, du, ist Vadek hier angekommen eigentlich, Tjalk? Du hast deinen Vater rekrutiert? War da nicht mal was? Ja, aber lass es uns mit ihm versuchen. Er ist ein guter Stratege und Feldherr. Wir können von seinen Fähigkeiten nur profitieren. Aber gib Acht auf ihn. Er ist mir schon einmal in den Rücken gefallen. Ist gut. Ich werde Vadek im Auge behalten. Wird schon schief gehen. Ist cool. Ja, ich mag den Tjalk. Der ist ganz locker drauf, macht seine Sachen ganz gut. So, Missionsziel Thompson Town. Ich dachte hier irgendwo drin, aber nein. Gut. Ja, wir gehen einfach weiter. Ich hab... Ja, ich sehe es. Ich bin doch... Ich bin doch gerade voll weggesprungen. What the hell? Au. Oh, oh, oh. Mann, ey, es geht gleich los wieder nur mit Töten und Töten, ey. Oh! Uah! Wo bist denn du jetzt auch noch hier? Du
bin der Meinung, man muss gar nicht so viele zigtausend verschiedene Monstertypen eigentlich schaffen. Es reicht, wenn du nur ein paar halt schaffst und die dann ordentlich und gut gezielt so ein bisschen auslegst. Da musst du nicht immer gleich so eine riesen Armada von Monstern erschaffen. Finde ich irgendwie komisch. Egal. Oh, kommst du an, musst du gleich wieder herumballern. Na los, komm mal mit, Crony. Schön, dass du vergiftet bist. Als Blecheimer. Warte mal, ist da? Doch, ich sehe es doch. Lololo, 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 lololo. So. Dann gucken wir mal. Oh Mann, hier ist ja noch einer. Skeks. So, den machen wir jetzt auch noch platt. Die ist cool Design, so eine alte Bank, wo das Holz einfach schon durch ist. Richtig nice. So. Hier oder was? Komm, Crony, hier ist Ziel wahrscheinlich, ne? Hier irgendwo am hinterrücklichsten Eck. Nee, doch nicht. Hä, direkt hier vor mir soll es sein. Oh, wo ist denn das hier? Hier? Okay. Commander? Ja. Ja. Hier ist ein guter Ort, um Cassandra zu kontaktieren. Positiv. Also, dann mach deine Schaltkreise mal wieder auf und ruf sie an. Genauere Spezifikation benötigt. Stelle eine Verbindung her mit der Kontrolleinheit ring, ring, 0. Ring, ring, ring. Frage. Widerrufen deines Befehls der Abschottung meiner Steuereinheit? Ja, entferne deine Sicherheitsbolzen. Ich will mit Cassandra sprechen. Starte Prozess. Bitte warten. Bitte warten. Verbindung zur Kontrolleinheit 0 hergestellt. Gut. Und das wäre so. Cassandra? Kannst du mich hören? Ich höre dich, zweite humanoide Anomalie dieses Planeten. Wo ist deine Urform? Ah, du hast Dawkins also noch nicht gefunden. Tja, der Kerl ist schwer zu fassen, wenn er nicht gefunden werden will. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Pass mal auf, ich hätte da einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn du uns in deinem Hauptformer empfangen würdest? Ein Empfangen impliziert die freiwillige Gefangennahme der zweiten humanoiden Anomalie dieses Planeten. Ja, richtig. Ich würde mich direkt in die Höhle des Löwen begeben. Wie es aussieht, komme ich nicht drum herum, deinem Hauptformer einen Besuch abzustatten. Analysiere. Schon klar, dass dich das irritiert. Dann werde ich mal versuchen, es dir zu erklären. Oh, Scheiße! Sensoren orten feindliche Einheiten. Na schön. Dann kümmern wir uns erst einmal um ihre Schergen. Du würdest eine Granate hier vorne schmeißen, ja? Kannst du mich rollen? Und noch so. Ja, ist klar. Und noch ein Scheusal. Ist hier ein Kreiskampf, ey. Oh, hier, Mini. Man wird mal den blöden Scheusal da schnell mal wegmachen. Ja, na klar, der wird einfach. Ja, der guckt nach da und schießt auf mich oder was? Commander? Warum? Was soll das?
Es ist so bescheuert mit dem, dass der einfach zigtausend andere da noch mit hineinzieht. Boah. Und der wechselt auch die Waffe dann nicht. Ich gehe in den Nahkampf rüber und der wechselt die Waffe. Jetzt rennt er gleich mit der Nahkampfwaffe auf mich zu, oder was? Keine Lust mehr. Ja, natürlich greift der mich jetzt an. Jemine. Commander? Ich muss sagen, ich gehe es so. Wir müssen Dawkins unbedingt finden und aus dem Spiel. Wir müssen am Ball bleiben. Versuchen wir noch einmal, Cassandra zu kontaktieren. Der Ort, den wir wählten, scheint mir genau der richtige dafür zu sein. Und nochmal die. Verbindung zur Kontrolleinheit 0 hergestellt. So, Cassandra, so einfach lasse ich mich nicht erwischen. Du musst dir schon etwas anderes einfallen lassen. Analysiere. Okay, pass auf, ich helfe dir bei deiner Analyse. Ich weiß, du und deine Leute setzen auf Unruhen und Uneinigkeit unter den Gemeinschaften der Menschen, damit ihr euer Werk vollenden könnt. Was wäre aber, wenn wir es schaffen könnten, die Streitkraft der Menschen zu vereinen? Analysiere. Würdet ihr dann immer noch so entspannt da oben in Marakor mit eurem Hauptheer sitzen und warten, bis wir euch einkesseln? Unruhen und Uneinigkeiten der Menschen untereinander kalkulierter Parameter. Interessant, das habt ihr also einkalkuliert. Aber wie sieht es mit den einzelnen Individuen aus? Ist ein einzelner Kämpfer, der es schafft, bis in eure innersten Gefilde vorzudringen, überhaupt eine Gefahr für euch? Verstehe, Dawkins ist also eine Gefahr. Vermutlich, weil er Dinge weiß, die euren Plan durchkreuzen könnten. Aber eigentlich braucht ihr euch doch keine Sorgen machen. Euer dunkles Elix wird bald alles verseucht haben. Dann habt ihr doch, was ihr wollt, oder etwa nicht? Hohe Reinheit des Trägermediums zur Wandlung der Individuen ist gewährleistet. Es sei denn, jemand verunreinigt euer Trägermedium. Oder verdünnt es mit einer ähnlichen Substanz. Verdammt, das Elix-Depot der Alps in Ignadon. Ihr werdet es bald angreifen, nicht wahr? Sensoren orten feindliche Einheiten. Ach, verdammt. Warum ausgerechnet jetzt? Was haben wir jetzt? Kurator. Muss ich kämpfen oder können wir dann... Commander. Langsam wird es ungemütlich. Aber wir müssen weitermachen. Ich brauche noch mehr Informationen. Kriege ich das? Warte mal, lass uns mal was versuchen. Lass uns noch ein letztes Mal mit Cassandra sprechen. Ob ich da gleicher Ort, gleiche Methode. Ich meine, der Blitz kann ja nicht ständig an derselben Stelle einschlagen. Sind die noch da oder sind die jetzt weg? Das wäre natürlich nice, wenn ich das jetzt überspringen könnte. Ich habe langsam keine Lust mehr mit dem Kämpfen. Verbindung zur Kontrolleinheit 0 hergestellt. Also, wo waren wir? Analysiere. Ja, richtig. Wir waren bei eurem Trägermedium, das dunkle Elix. Wie kann man den Wandlungsprozess, wenn er einmal angestoßen wurde, wieder umkehren? Meine Analyse deines Metabolismus ergibt ein fortgeschrittenes Stadium der Wandlung ohne Metamorphose. Das ist kein Normalverhalten.
Das sagtest du schon einmal. Moment, ich verstehe. Du weißt überhaupt nicht, wie das Ganze funktioniert. Du hast keinen blassen Schimmer, nicht wahr? Jetzt wird mir einiges klar. Du bist keine Kontrolleinheit. Du bist ein ausführendes Organ, eine Marionette der Skyans. Sie haben dich programmiert und sie kontrollieren auch deine Prozesse, ist es nicht so? Eine umfassende Untersuchung in einer Forschungszelle ist unerlässlich. Natürlich. Es sind eure Wissenschaftler. Sie fragen sich, warum ich nicht schon längst eine ihrer Kreaturen geworden bin. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum sie Dawkins finden wollen. Sie fürchten bei ihm eine noch stärkere Resistenz gegen das dunkle Elex. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Wer hat dir den verdammten Auftrag gegeben, nach uns zu suchen? Wer will uns Anomalien auf seinem Seziertisch? Analysiere. Wer hat dich programmiert? Die Frage ist doch gar nicht, den du dienst. Analysiere. Nenn mir seinen Namen. Sensoren orten feindliche so, Einheiten. Noch mehr. Wieder mal gucken, ob wir, wenn wir hier rausgehen. Scheiße. Oh! Nee, okay, es werden immer mehr nur. Manometer, das ist mir einfach anstrengend. Ich renn weg. Ich habe echt keine Lust mehr, weil ich muss nachher nochmal zigtausend Kämpfe machen. Ah. Analysiere. 500 Millionen Kämpfer kommen auf euch zu. Analysiere. 50 Millionen Kämpfer kommen auf euch zu. Nicht speichern, danke. Hey Crony, wollen wir mal nochmal machen? Crony, da ist doch gar nichts. Crony. Versuchen wir nochmal weiter wegzukommen. Es nervt langsam, dass die hätten sie ja jetzt mal so einfach verschwinden lassen können oder sowas. Crony! Mann, muss ich erstmal brüllen, dass du zurückkommst jetzt, oder was? So. Sensoren empfangen keine Signaturen der Kontrolleinheit 0. Cassandra hat sich zurückgezogen. Ich war hier wohl zu unfreundlich. Na, dann aktiviere mal wieder deine Sicherungsbolzen, Kleiner. Ich denke, wir haben, was wir kriegen konnten. Positiv. Viel war es ja nicht, aber immerhin, ich weiß jetzt, was uns noch fehlt, bevor wir den Skyans in Marakor die Stirn bieten können. Sensoren empfangen ein schwaches Signal aus Richtung Betara. Der Former übermittelt Kontaktdaten. Eine Nachricht des Skyans? Wie lautet sie? Prinzipal Tayak erwartet die Ankunft der zweiten humanoiden Anomalie in der Kommandozelle von Betara. Ach was. Eine Audienz bei einem der Obersten des Skyans? Sieh an, wir haben die Herrschaften neugierig gemacht. Weitere Datenpakete werden übermittelt. Abschottung aktiv. Ja, richtig. Lass mal deine Sicherungsbolzen aktiviert. Die Mistkerle werden nun wieder versuchen, dich zu übernehmen. Bevor ich nicht mit diesem Prinzipal Tayak gesprochen habe, lässt du dein Visier besser geschlossen. Positiv. Wir müssen uns jetzt erst einmal um uns selbst kümmern. Ich brauche jetzt jeden guten Kämpfer an meiner Seite. Empfehle Überprüfung der Loyalität der Waffengefährten. Ich fürchte, das sollte ich tatsächlich machen, bevor wir in die Schlacht ziehen. Ich kann mir jetzt keine Schlappe oder Verrat mehr leisten. Danke für den Hinweis, Kleiner. Stand by. So. Wir müssen Dawkins unbedingt... Nee, wir wollen erstmal das da. Wir sollten uns jetzt den schlimmsten Störfaktoren in den Ländern der freien Menschen widmen. Die Skyans sehen in uns Abtrünnige nur uneinige und ungefestigte Kreaturen ohne Überzeugung. Für sie sind wir lediglich fette Beute für ihre eigenen Kreaturen, die sie jetzt massenhaft gegen uns einsetzen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir alle auf uns angesetzten Skyaniden erledigen. Wir sollten uns dringend darum kümmern. Positiv. Ich freue mich, das ist eigentlich jetzt alles mit meiner Crony for You Einheit, aber naja. Wir haben jetzt einen Überblick über unsere Aufgaben, die vor. Nee, gib mir mal wegen der Skyaniden. Wegen der Skyaniden. Was sagen deine Sensoren? Wie ist die Lage? Signifikante Ortung in Ignadon. Eine weitere in Tavar.
Auch in Marakor habe ich eine Ortung von Skyanidenhorden. Oh nee. Empfehle sofortige Intervention. Nö. Blick und so. Wir müssen Dawkins finden. Wir müssen Dawkins unbedingt finden und aus dem Spiel nehmen. Er ist eine zu große Gefahr. Also wirf deine Sensoren an und suche nach seiner Signatur. Wenn du etwas findest, dann gib mir Bescheid. Starte Ortungsprotokoll. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Wenn wir ihn finden, er uns oder die Skyans ihn. So, okay, das haben wir. Das hier mal nochmal? Verschaffen wir uns einen Überblick über unsere Aufgaben, die vor uns liegen. Stand by. Ich sollte die Loyalität meiner Waffengefährten überprüfen. Ich will nicht, dass mir wieder jemand in den Rücken fällt. Achso, der macht jetzt alles nur. Gehört. Der spult nochmal alles durch. Braucht meine Unterstützung im Krieg gegen die Skyans. Ich muss störende Unruheherde in den Ländern der freien Menschen eindämmen. Die sechste Macht muss in Ruhe arbeiten können. Ein Prinzipal namens Tayak will, dass ich zu ihm in den Forma Betara gehe. Ich muss vorsichtig sein. Ich weiß noch nicht, ob es eine Audienz bei einem der obersten Skyans wird oder nur ein plumper Versuch, mich in eine Falle zu locken. Es ist an der Zeit, Dawkins aus dem Spiel zu nehmen. Je schneller, desto besser. Gib mir sofort Bescheid, wenn du seine Signatur gefunden hast. Positiv. Zu guter Letzt müssen wir Cassandra dazu bringen, die Pforte zum Hauptformer zu öffnen. Das wird noch schwierig genug. Also lass uns weitermachen. Wir haben noch eine Menge vor uns. Stand by. Sehr gut. Gut, dann weg hier. So, das haben wir. Okay, dann mal los. Dann gehen wir mal in die Bastion. Als allererstes werden wir mit den ganzen Leuten mal reden. Wir werden jetzt wohl mit allen Leuten noch reden. So, das haben wir. Gehen wir in die Bastion, bitte, mein Kleiner. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir mit unseren Freunden da verbindet sind. Ich habe schon genug um die Ohren, aber du hast schon recht. Ich sollte mich besser darum kümmern, bevor wir überrannt werden. Was? Hä? Was meinst du jetzt? Lass uns reden mit Kaya. Wird doch hier sein, oder? Kaya? Hey du! Bald ziehen wir kriegen. Wirst du auch dann noch an meiner Seite kämpfen? Bald ziehen wir in den Krieg. Wirst du auch dann noch an meiner Seite kämpfen? Das hast du jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Doch. Ich muss doch wissen. Ach, halt die Klappe. Natürlich werde ich an deiner Seite bleiben. Was sollte ich denn auch sonst tun, du Idiot? Ein Gefährte von der Liste abgehakt. Das ist Liebe. Weiter ja, so. Das ist Liebe. Du Idiot. So. Uli? Du bist jetzt aber nicht wieder da, ne? Nee, okay. Bulli, steht der links von mir? Hä? Hä? Ach, da. Seine Rüstung passt sich wunderbar dem Mauerwerk an. Ey, wir ziehen bald in den Krieg. Bist du dabei? Wir ziehen bald in den Krieg gegen den Feind. Bist du dabei? Was denn? Du willst den ganzen Spaß für dich allein? Das kannst du vergessen. Natürlich gehe ich mit. Freut mich zu hören. Ach, komm mir jetzt nicht mit Sentimentalitäten. Davon kriege ich immer Sodbrennen. Noch ein Gefährte. Weiter so. So, Falki. Mein Cyborg. Pass mal auf. Es dauert nicht mehr lange, dann gehen wir in Richtung Marakor. Du kommst doch mit uns, oder? Ja, natürlich. Die Kultur der Skyans birgt eine Menge Geheimnisse, die es zu lösen gilt. Ich danke dir. Das weiß ich zu schätzen. Ebenfalls. Ein weiterer Gefährte von der Liste, den ich abhaken kann. Weiter so. Foxy. Ach, Foxy. Du. Wir brechen bald nach Marakor auf. Wirst du mir bis dahin folgen? Wir brechen bald nach Marakor auf. Wirst du mir bis dahin folgen? Marakor? Bist du wahnsinnig? Auf keinen Fall. Oh.
Mann, dich kann man ja gar nicht mehr so richtig verarschen. Da bin ich dabei. Was auch sonst? Mach dir da mal keine Sorgen. Ein Gefährte von der Liste abgehakt. Ja. Weiter so. Hey, Nashi. Wie sieht's bei dir aus? Bist du für die Morkikons dabei? Wir stehen kurz davor, gegen den Feind zu ziehen. Wie weit wirst du mit mir gehen? Wir stehen kurz davor, gegen den Feind zu ziehen. Wie weit wirst du mit mir gehen? Du weißt, ich stehe auf die ganz große Scheiße. Das Gemetzel in Marakor werde ich mir nicht entgehen lassen. Egal, was kommt. War klar. Sehr schön. Nee, schön wird das hoffentlich nicht. Noch ein Gefährte. Weiter so. So, wir haben auch nur noch einen Gefährten, ne? Aber da müssen wir leider mal in die kalten Lande ziehen. Weil die komischerweise wieder da irgendwo am Hintern der Welt sitzt. Ah ja, was? Wo kommt denn ihr jetzt her? Willst du mich rollen? Boah, je, nee, ey, hallo. Ah, okay. Hey. Hast du Fisch? Na gut, das ist der da unten. Passt. Ich muss jetzt aber da durch. So. Gut, da sind wir ja mitten. Nee, Mist, ich bin in die falsche Richtung. Ich muss ja dahin. Den Wohlangriff, den habe ich noch nicht ganz so drauf. Jetzt aber. Also wenn er die Klingen kreuzt, macht er diesen Wohlangriff. Hi! Shit! Weil diese ganze verdammte Drecksland ist sowas von voll am Monster andauert. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Du machst es frei, dann kommt nächstes Monster. Dann machst du es wieder frei, noch mehr Monster. Also diese Spawnrate, die ist ja schlimmer als in jedem MMO hier. Meine Güte. Was ich hier kille, ey, das ist ja schrecklicher als was ich im WoW hatte. Töte hier, töte da, töte überall. Sag mal, ist doch nicht mehr sinnvoll. Danke. Oh, jetzt hat die Klinge aber nicht so übereinander gekreuzt. Ei, meine, nee, meine. 25 und 12? Sag mal, wie lange soll denn der Spaß gehen? Es ist ja eine reine Beschäftigungstherapie hier nur noch. Cooler wäre es gekommen, hättest du so eine Mission machen müssen wie, du musst dann da und da so ein bisschen Fallen auspacken
dann musst du die halt dahin kiten und machst BOOM und dann erledigst du dich einigen von denen. Aber ich fühle mich hier gerade so wie eine NPC-Tötungsmaschine sozusagen. Töte, töte, töte. Ich verliere wirklich immer mehr meinen Spielspaß. Das ist ja wirklich nicht mehr spaßiges Rumgeplänkle. Das ist ja wirklich... Das ist ja schlimmer als Arbeit langsam. Das ist wirklich anstrengend. Also wirklich anstrengend. Nira, du liegst an einem beschissenen Ort. Weißt du das? Da bin ich jetzt hier nicht richtig? Doch, da oben ist sie. Boah. Wow. Ja, ich bin bei dir. Ja, man musste sich ja auch hier an diesem Ort hinlegen. Ja, ist klar, dass du natürlich jetzt auf mich gehst. Die ganze Zeit einen Kampf gegen Myra gemacht und auf einmal kämpfst du gegen mich, ja? Oh je, meine, ey. Hey Nyra, du pass mal auf, der Krieg ist bald, wie du ja merkst und so weiter, ne? Der Krieg wird bald seinen Höhepunkt erreichen. Wirst du auch dann noch mit mir kämpfen? Ich bin noch nicht so kampferprobt, dass ich mit Sicherheit sagen könnte, dass ich das überleben werde. Aber ich werde es versuchen. Ich folge dir in die Schlacht nach Marakor. Sehr schön. Vielen Dank für dein Vertrauen. Abwarten. Es wird sich noch zeigen, ob es auch gut für uns beide endet. So, könntest du jetzt eigentlich mal ins Lager gehen? Mitkommen. Geht klar. Hör doch mal auf, immer hier draußen herumzusitzen. Du sitzt hier mitten beim Feind. So, Nyra. Komm mal her. Und bleib mal bitte im Lager, okay? Aber weißt du was? Ich nehme dich eine Weile mal mit. Die habe ich irgendwie am wenigsten mitgenommen. Dann können wir ja auch mal mit ihr arbeiten. So, Achtung, Achtung. Geschicklichkeit. So, da haben wir nochmal. Aber jetzt nochmal kriegen wir das nicht so schnell hoch. Kostet 5, kostet 5, kostet 2, kostet... Zwei. Intelligenz macht Magieschaden. Dann machen wir mal hier noch ein bisschen, damit wir noch ein paar Crit-Punkte reinkriegen. Sehr schön. So. Ich sag mal so, dann war es das für heute. Jetzt in der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich jetzt erstmal... 2, 12, 25. 2, 9, 15. 2, 11, 8. Ja, wenn wir als nächstes... Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, als nächstes machen wir dann das Ding mal fertig. Wir greifen die alle an, dann haben wir sie erstmal erledigt. Anders kommen wir, das wird sonst nichts. Oh, das wird sonst nichts. Das dauert sonst alles zu lange, Leute. Also machen wir das so, wir werden in der nächsten Folge als allererstes die Skyanin-Vormarsch in Ignadon dann beenden, okay? Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Du bist eine echte Alpgeborene? Was? Das ist richtig. Ha. Bist du dir sicher? Hä? Von mir selbst habe ich das auch schon einmal geglaubt. Ich bin mir sicher. Ich war noch niemals ein Teil einer anderen Gemeinschaft. Die Zusammenkunft meiner Eltern diente nur einem Zweck, dem Erhalt der Rasse der Alps. Und du weißt doch, wie die Dinge gelaufen sind. Bei Ungehorsam oder jedwedem anderen Gefühl wären sie sofort getötet worden. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ah, ja. Du bist eine echte Alpgeborene. Ja, also wie gesagt, für heute war es das mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge bei Wir töten, 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 töten wieder. Und ja, vielleicht finden wir noch mal ein paar Geschichtsstränge, die Richtung interessant sind. Mal gucken, wer weiß, vielleicht. Ich hoffe es ja. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, nachdem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!